Wer derzeit ein Haus baut oder eine Immobilie kauft, erlebt eine Überraschung. Seit Beginn dieses Jahres haben sich die Zinsen für Kredite verdoppelt. Sollte die EZB jetzt die Leitzinsen erhöhen, wird sich dieser Trend noch verstärken. Auf alle Fälle verlieren all jene, die sich Geld leihen wollen, denn Kredite werden auf mittlere bis lange Sicht auf alle Fälle teurer werden und natürlich auch jene, die mit Immobilien handeln, die Immobilien verkaufen, denn höhere Zinsen dürften auch auf die Immobilienpreise drücken. Bislang zeigte sich die EZB sehr zögerlich. Die obersten Währungshüter wollten die Politik des billigen Geldes nicht zügig beenden. Die hohe Inflation zwingt sie jetzt wohl zum Handeln. Wenn die EZB jetzt die Zinsen erhöht, dann wird sie uns höchstwahrscheinlich auch in eine Rezession bringen, was natürlich auch Arbeitslosigkeit zur Folge haben könnte. Und da wird sie sehr behutsam vorgehen und möglicherweise auch erst noch mal ein paar Wochen abwarten wollen. Auf der Gewinnerseite könnten eigentlich die Sparer stehen, denn bislang bekommen diese kaum eine Verzinsung für ihr Geld. Aber bei genauerer Betrachtung stehen auch die Sparer wohl auf der Seite der Verlierer. Wenn die Inflation bei 6% liegt und die Zinsen, die man bekommt, bei 1%, dann hat man immer noch minus 5%. Egal wie die EZB heute entscheidet, am Ende wird wohl niemand zufrieden sein.